bald geht's ans 1000 Abonnenten Special. Da muss ich mir noch was überlegen. Kann ich jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Bringt mir zwar wahrscheinlich überhaupt nichts, aber egal. Ja. Abonniert mich. Okay, das schneide ich raus. Ja. Was sollen hier... Da. Die kennen doch meinen Namen eh nicht. Firefox. Kannst ja mal neu installieren, vielleicht geht's ja dann. Ja, ich will's gerade zurücksetzen. Oder du installierst halt eine neue Version oder eine Beta oder ein IP oder keine Ahnung. Genau, René. Ich bin ganz deiner Meinung. Boah, ich hab heute so ein geiles Lied gehört, Alter. Ich schick euch nachher mal einen Link. Das ist echt ein lustiges Lied. Bist du eigentlich bei Plug DJ mit drin, ne? Da musst du mal reinkommen. Da kannst du dann selber Lieder abspielen und so. Und dann voll cool, ey, und so. Da kommen immer ganz komische Lieder. Ah, ich hab das, Scheint wieder zu gehen, ja. Endlich. Yay. Also, das Problem ist halt, jetzt habe ich nur einen Firefox entfernt. Jetzt muss ich nur vom restlichen PC entfernen. Ah. Fuck. Standardeinstellung bei Plug DJ ist 50% Musik. Jetzt habe ich es zurückgesetzt und es war wieder auf 50. Aua, Kopfschmerzen. Ja. Komischerweise, was ich komisch finde, irgendwie nur in einem bestimmten Bereich wird die Lautstärke wirklich verändert. Je niedriger der Bereich ist, desto weniger, ich glaube, je höher der Bereich ist, also sag ich mal so zwischen 80 und 100 merkst du überhaupt keine Veränderung. Oder so, ist mir mal so aufgefallen, ist aber allgemein bei YouTube so. Wenn ich hier mit, keine Ahnung, iTunes oder sowas Musik höre, dann kann ich wirklich hier, wenn ich da auf 80% mache, ist das wirklich erkennbar leiser als bei 100%. Aber bei YouTube gibt es da irgendwie keinen Unterschied. Dann mache ich so auf halbe Lautstärke, denke mir so, ja, ist vielleicht noch ein bisschen leise, meine Nachbarn hören es ja noch nicht, also muss ich noch ein bisschen lauter machen. Also drehe ich YouTube ganz auf und irgendwie keine Veränderung. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ist doch egal, Orgelfriedchen hört eh nichts. Stimmt. Die kann ja so gut spielen, deswegen daran erkennt man, dass sie nichts hört. Die weiß eh nicht, was für ein Ton ist. Ja. Die hört sich bestimmt noch nicht selber beim Orgeln zu. Pass auf einmal steht sie draußen am Fenster und hört zu und singt die ganze Zeit lautstark mit. Das heißt, man hört nicht nur die Musik aus meinem durch meine Wände kommen, sondern auch noch hier das Orgelfriedchen über die Straße brüllen oder so. Das Beste war ja immer noch, als der Pfarrer musste Orgelfriedchen gesagt haben, du spielst so schlecht, ich will nicht mehr, dass du spielst oder irgendein Scheiß. Aller Pfarrerknaller hat zu ihr gesagt. Ja, hätte ja fast hier der Pfarrer aus, keine Ahnung von wo der ist, auf jeden Fall hier, ich glaube. Ja genau, da gibt's auch, glaube ich, einen kleinen Pfarrer. War das der oder war das hier der aus unserem Kaff? Der das gesagt hat, zum Orgelfriedchen. Ja. Der aus Kappel, also unser. Okay. Ja, muss stimmt, was, ich meine, was hat der Hasbischhausen da mit dem... Okay, ja. Ja, okay, ein bisschen unlogisch, Mike, ja. Ja, ein bisschen. Aber ich meine, das könnte ich mir sogar auch vorstellen. Vielleicht war er mal bei uns in der Kirche. Es gibt ja auch andere Leute, die einfach so zu Orgelfriedchen gehen und dann sagen, du bist scheiße. Oder so. Letztes Jahr Himmelfahrt... Genauso wie bei Frau Carolus. Letztes Jahr Himmelfahrt war der Pfarrer auch bei uns und hat Gottesdienst gehalten, weil der andere Pfarrer nicht konnte. Okay. Weil er einfach jedes Jahr nicht kann, Himmelfahrt. Ja, ist das er nicht ist halt da. Ein harter Tag. Da aber darf er dieses, ja nicht da sein. Dieses Jahr war er da und hat sich eine Wurst geholt. Eine Wurst. Hat sich mal nicht selber eine gelegt. Ist ja richtig. Hat sich mal geholt. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen heißt es ja immer und der sagt einfach, ja, ich bin nicht da, ich bin krank oder sowas. Oder, ja, ne, und dann kommt er einfach an und holt sich eine Wurst ab. Jo. Ist doch geil. Dieser alte Saftsack. Alter, hier kann man sich richtig verschätzen. Ich dachte so, das kriege ich noch alles rein. Nein, erst nochmal 100%. Jetzt habe ich schon wieder 25%, allein schon von einer Bahn. Okay. Naja, ich überprüfe das Ganze jetzt mal hier und dann in LS werde ich jetzt erstmal nicht mehr kommen können, warum auch immer. Weil da. Halt.
Kannst ja mal gucken, ob mittlerweile ETS irgendwie wieder im Angebot ist oder kannst es dir einfach kaufen und so. Ist das bei Steam? Ja. Aber da kostet 20 Euro. Deswegen, wenn du es dir bei MMOGA holen würdest. Oh, wollen wir... Ja komm, das mache ich gleich. Ich mache gleich eine Mission. Also wenn du dir das bei MMOGA holen könntest, da würde es dann irgendwie nur 12 Euro oder sowas kosten. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich glaube 12. Das könntest du rein theoretisch auch machen. Guck mal. Falls du gerade irgendwie Geld da hast oder so. Oder rufst halt mal deinen Opa an. Jetzt schnell. Jetzt. Ja klar, wieso? Du weißt, was mit deinem Opa los ist. Vielleicht verkauft er dir, also vielleicht gibt er dir jetzt ja noch eine Paysafe-Karte. Der sitzt wahrscheinlich selber zu Hause und zockt die ganze Zeit oder so. Der weiß ja nicht mal, wie man PC anmacht. Achso, okay. Ich hab gerade keine Paysafe-Karte. Ich glaube, ich zeig, also ich nehme meinen Vater jetzt einfach mal mit und lass den mal ETS zocken. Mal gucken, ob er das gut findet. Weil ich habe jetzt erfahren von, von einem Bekannten, sage ich mal, von Qbuild, dass dem sein Vater jetzt, ETS suchtet. Und ja, vielleicht will mein Vater das ja auch haben. Das wäre doch voll geil, dann könnten wir mit meinem Vater zusammen aufnehmen. Ich weiß ja nicht so ganz genau, ob wir das wollen würden, aber... Nein. Oh lala. Okay, warte kurz. Ja, okay, dann... Das geht nicht, warum auch immer. Nop. Aber ich krieg kein Geld. Naja, okay. Was geht jetzt nicht genau und so? LS. Aber... Okay. Komisch. War einfach morgen mein Vater, wo er die CD versteckt hat. Ja, selber schuld, wenn du dir hier kein Demon Tools Lite holst. Ja, ich brauche ja normalerweise keine andere CD, deswegen habe ich jetzt noch keine gehabt. Warum machst du die denn dann immer raus, wenn du keine andere brauchst? Ja, weil mein Vater die versteckt hat. Warum holt dein Vater die raus? Was hat denn dein Vater überhaupt an deinem PC zu tun? Dann gehst du zu deinem Vater und fragst ihn, sag mal, bist du doof oder so? Das kannst du nicht einfach so machen. Jo. Ja, er wollte irgendwas mit Musik machen, hast du nicht auf die Reihe gekriegt. Der Ozi von der Rosi, der Etoso. René, soll ich dir mal was sagen? Ja, eigentlich wollte ich erst... Stell dir mal kurz hier hin. Du bist ein Spast, Alter. Ja. Nee, ich brauch ja, den mal kurz. Ja. Aber da wäre ich eh nicht durchgekommen. Und dann zum Jonas sagen, ja, warum fährst du denn hier lang? Ist klar, warte, ich helfe. Ja, wenn du den Anhänger vor mich... Du bist ein Spaß, ich wäre doch gerade weggekommen. Mein Gott. Ich hab dir nur geholfen. Guck mal hier. So. Ist dir auch schon aufgefallen, dass du ein Spaß bist. Deswegen hänge ich jetzt auf der Besteinung und hänge jetzt vor dem Baum. Du bist ein Spaß, Alter. Ihr seid sowieso so voll unlogisch. Warum fahrt ihr mit einem Mähdrescher hier lang, obwohl ihr genau wisst, dass er nicht... Wo soll ich denn sonst lang fahren? Über die Straße oder so. Hier ja, ist die Straße. Was ist denn das? Das ist ein Feldweg. Willst du mich verarschen? Das ist mir doch egal. Das ist mir doch egal. Jetzt habe ich mich festgefahren wegen dir. Ah, nee, doch nicht. Mir, jawohl. Oh nein, da war's gerade. Na los. Ja. Mach mal. Einer geht noch. So, jetzt haben wir's. Dann stell ich das mal ordentlich auf den Hof. Der Ozi von Rosi, das denkt doch so. Ich denke das so. Ordentlich auf den Hof, wie gesagt. Okay, und dann hier den... Mike, bring mal den Hänger vorbei, du Spacken. Geht nicht. Ich brauche jetzt gerade einen Unimog zum Mähen. Finde ich nicht okay. Also ich schon. Mein Handy läuft. Ich habe schon ungefähr vor einer Stunde... Läuft? Ich glaube, ein bisschen besoffen, wenn dein Handy schon wegläuft. Ich habe vor einer Stunde habe ich das Ladegerät abgenommen. Es hat immer noch 100%. Okay. Bestes Handy ever. Bei mir ist das nicht so. Irgendwie bei mir ist es so, wenn ich das Ladegerät abmache, dann ja, direkt danach sind es irgendwie nur noch 98%. Wenn ich dann irgendwie 5 Minuten später nochmal drauf gucke, sind es 96%. Unten beim Essen oder wenn ich dann zur Schule gehe, sind es irgendwie nur noch 80% oder sowas und dann bleibt es die ganze Zeit auf 80%. Ja, dann verändert sich das nicht mehr. Ich gehe irgendwie in die falsche Richtung. So spackt mein Handy nicht rum. Weil ich verliere mit einem gleich. Keine Ahnung, wenn ich beim Bus bin, habe ich dann ungefähr nur noch 4%, habe ich 4% verloren. Ja. Und dann geht's eigentlich.
ich müsste mal gucken, wie das mit dem Musikhören ist, weil Musikhören verbraucht komischerweise gar nicht so viel. Weil, aber ja, zocken. Ja. Ja, zocken natürlich. Standard, nachts ist der Strom billiger. Natürlich. Nachts ist es ja auch kälter als draußen. Das ist doch logisch. Da muss ja auch der Strom billiger sein. Hauptsache der Telekom. Also, neue Theorie. Nachts ist es kälter als draußen und deshalb ist der Strom billiger. Das haben wir mal in der Klasse aufgestellt. Nachts ist der Strom billiger. Deswegen zocken wir nachts. Ja. Ja. Nachts scheint auch so viel Sonne, deswegen, da kannst du selber ganz viel Strom produzieren. Ja. Kannst du einfach deinen PC kurbeln, mit Handkurbel. Oh ja, das wäre doch geil. Oder du stellst dir so einen, keine Ahnung, irgendeinen alten Trecker hier in dein Zimmer und der läuft dann die ganze Zeit und der kurbelt dann selber. Lunch Bulldog. Das wäre doch geil. Dann die Frage, was dann wirklich besser ist. Musst du erstmal so Mickey-Mäuse aufsetzen, weil du sonst einen Hörsturz kriegst, aber sonst. Ja, könnte natürlich auch sein, dass wenn der in deinem Zimmer drinne steht und die Abgase nicht raus können, dass du dann irgendwie nicht mehr so Warum? Kriegst oder so. Das ist Luxus. Andere Leute versuchen sich umzubringen und bekommen es nicht hin. Oh nein. Und du bekommst es hin, obwohl du es nicht willst. Ja. Ja? Luxus. Okay. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich weiß ja nicht, ob das so ein großer Luxus ist, sich selber umzubringen. Ich fände es, glaube ich, nicht ganz so cool. Ich schon. Naja, wenn du es willst und es nicht hinbekommst, dann ist es schon ein bisschen dämlich. Ja, das ist dann natürlich dumm. Und davon gibt es ja viele, die das wollen und nicht hinbekommen. Ja, das stimmt. Die Leute, die wollen es nicht und kriegen es hin. Ja, manche, die wollen sich überhaupt nicht umbringen und gehen trotzdem drauf. Ja. Heute habe ich mal wieder so einen Moment gehabt, da habe ich mir gedacht, Alter, wie hält Frau Carolus ihren Mann mit Frau Carolus bloß aus? Dass sie überhaupt einen Mann abbekommen hat. Ja. Schade, jetzt haben wir nur 3760 Zeitbonus gekriegt, sonst immer 3800.